Also das waren meine ganzen Layouts und jetzt komme ich nochmal zu ein paar Tipps, worauf ihr achten könnt, wenn ihr eins machen wollt. Das habe ich ja gesagt, wollte ich euch an diesem veranschaulichen. Und ja, ich fange erstmal an. Ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht da, wie ihr sehen könnt. Ich wurde gerade unterbrochen und weiß jetzt nicht mehr genau, was ich schon gesagt habe. Jedenfalls würde ich erstmal so ein bisschen Vorarbeit leisten. Das macht man ja zwangsweise sowieso, wenn man halt sich ein Foto aussucht, was man dann halt scrapbooken möchte, also auf dem Layout bringen möchte. Und dann könntet ihr euch einen Sketch überlegen, also einfach mal googeln Sketche. Dann gibt es halt so bestimmte Vorlagen, wie ihr was auf dem Layout anordnen könnt. Danach könnt ihr euch dann richten. Das wäre besonders praktisch für Anfänger, weil dann die Anfänger quasi, wenn man dann nicht so viel falsch machen kann und man sich halt nach einer Vorlage richtet, das ist einfach einfacher. Da könnte ich euch jetzt hier ein paar einblenden. Ja, und dann müsst ihr euch ein Format überlegen. Eigentlich sind Layouts immer 12x12 Inches, also ich glaube 16x16 cm. Und ihr könnt aber halt auch DIN A4 nehmen oder, keine Ahnung, auch so ein Mini-Layout, DIN A5 oder so. Das könnt ihr euch halt aussuchen. Und dann könnt ihr euch Papier raussuchen. Am besten welches, das zusammenpasst. Also zum Beispiel aus einer Kollektion. Und danach könnt ihr euch vielleicht schon Deko raussuchen. Also sowas wie so kleine Holzteile oder Sticker oder so. Je nachdem, was ihr habt. Dann könntet ihr euch einen Titel überlegen für euer Layout. Zum Beispiel hier war es ja so, dass ich dort in Barcelona war. Dann könntet ihr halt sowas nehmen wie You are here, Barcelona oder halt irgendetwas, was ihr wollt. Und dann habt ihr euer Foto, ihr habt einen Titel, ihr habt Papier und Deko. Und dann bräuchtet ihr halt noch sowas wie Schere und Kleber. Aber ich denke, das hat jeder zu Hause. Danach würde ich gerne auf die Farben zu sprechen kommen. Da fällt es mir immer am leichtesten, wenn es auf das Foto abgestimmt ist. Bei diesem Layout war es mir dann zum Beispiel wichtig, dass ich auf jeden Fall Rot mit im Foto habe, weil die T-Shirts hier sehr knallrot sind und auf jeden Fall irgendwas Grünes, weil der Hintergrund ja grün ist. Und theoretisch hätte man noch was Hellblaues nehmen können, weil man hier hellblau sieht und hier oben. Ja, also müsstet ihr euch auf jeden Fall nach dem Foto richten. Wenn es allerdings ein sehr neutrales Foto ist oder ein schwarz-weiß Foto, dann könnt ihr ja natürlich theoretisch alle Farben nehmen. Das könnt ihr ja sowieso immer, aber ich finde, die Layouts sehen immer schöner aus, wenn die Fotos sich halt wiederholen. Ja. Dann finde ich, sollte man darauf achten, dass dunkle Farben, also schwarz oder halt allgemein dunkle Farben wie dunkelblau, dunkelrot und so, meistens sich eher unten befinden. Das ist jetzt bei diesem Layout hier nicht, weil hier oben ja auch noch ein schwarzer Streifen ist. Aber es ist meistens so, dass dunkle Streifen das ganze Layout so ein bisschen nach oben, ja, wie soll ich das nennen, ich sag mal stabilisieren. Weil wenn man hier unten einen schwarzen Streifen hat und hier unten nicht, ich halte den einfach mal zu oder so, dann sieht es quasi so ein bisschen aus, so könnt ihr es erkennen, als ob das Layout nach unten wegfallen würde. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, komisch zu erklären, aber es sieht wirklich besser aus, wenn einfach ein dunkler Streifen hier unten ist. So zum Beispiel, dann seht ihr den oberen Streifen nicht und dann sieht es einfach stimmiger aus. Dann ist es meistens ganz gut, wenn man so eine Art Rahmen um das Foto macht. Also egal in welcher Form, ob man jetzt so einen Rahmen nimmt oder auch bei diesem Layout, ist es einfach so ein kleiner roter, damit einfach das Foto mehr heraussticht und damit es sich vom Hintergrund abhebt. Das könnt ihr auch mit Washi-Tape machen oder mit allem Möglichen, was euch einfällt. Aber einfach so, dass es so ein bisschen einen Kontrast gibt zu Foto und Hintergrund oder zu Foto und Papier. Weil eigentlich ja das Foto der Hauptakteur im Ganzen oder auf dem Layout sein sollte. Und darum sollte das ja nicht so in den Hintergrund verschwimmen. So, dann zeige ich euch zuletzt noch oder zuvorletzt an diesem Layout so ein bisschen, worauf ihr achten könnt, wenn ihr halt Deko macht, so wie diese Pfeile oder ja, Sticker und diverses anderes, was ihr so habt, Pailletten oder Glitzersteine. Und da finde ich es immer gut, wenn man nach dem Dreieckprinzip vorgeht quasi, dass man hier oben, also ich erkläre es jetzt einfach mal ein paar Beispielen hier, ihr habt hier oben
eine runde Sonne quasi. Hier habt ihr einen runden Ballon und hier in der Ecke habt ihr so einen runden Kreis mit einem Herz drin. Dann habt ihr hier zum Beispiel hier so einen Pfeil, der halt dreidimensional ist. Ihr habt hier den Pfeil und ihr habt hier oben den Pfeil. Dann habt ihr, ihr könnt es eigentlich im ganzen Layout wiederfinden, ohne dass ich großartig drauf geachtet habe. Ihr habt hier oben Holzteile, ihr habt hier links Holzteile und ihr habt hier unten welche. Ist auch so ein Dreieck. Dann habt ihr, ich muss kurz überlegen, ja, ihr habt quasi hier oben Schrift auf Stickern. Ihr habt hier unten Schrift und ihr habt hier unten noch so einen Schriftzug. Und auch, oder hier auch noch. Und das ist halt auch wieder in so einem Dreieck. Und das macht das Ganze einfach sehr anschaulich fürs Auge. Das sieht halt sehr ausbalanciert aus, weil wenn ihr auf dieser ganzen Seite nur Deko-Sachen hättet, oder halt immer hier Herzen, hier Kreise, dann wäre es halt einfach nicht so stimmig. Dann ist es immer schön, ungerade Zahlen zu verwenden. Bei den Sternen zum Beispiel sehen 3 Sterne besser aus als 4. Also wenn hier noch ein 4. wäre, würde das theoretisch gehen, aber 3 sehen immer besser aus. Das habe ich auch bei den Herzen hier gemacht. Oder bei den Sternen hier. Und bei denen sind es auch. Ja gut, das ist eine gerade Zahl, 2. Aber 2 sieht zum Beispiel schon wieder nicht so schlimm aus wie 4. Ja. Dann ist es immer schön, wenn man zum Beispiel so ein Holzelement benutzt, dass man das wiederkehren lässt. Es sei denn, man möchte, dass das Holzelement das Hauptdeko-Teil ist quasi. Also wenn man möchte, dass dass es so ein besonderer Eyecatcher ist, dann kann man es natürlich nur einmal verwenden. Allerdings würde ich dann bevorzugen, wenn das Deko-Teil, was herausstechen sollte, auch größer ist. Und wenn man nur so einen kleinen Vogel hat, macht das immer Sinn, wenn man noch andere Teile hat, irgendwie hier, dass das Holzelement halt nochmal wieder auftaucht im Layout. Und ich sehe gerade, auch mit Farben kann man das sehr gut im Dreieckprinzip machen. Hier seht ihr die gelbe Sonne, hier ist das gelbe Herz und hier ist noch ein kleines gelbes Herz. Und eigentlich findet man es überall wieder. Genauso ist es immer schön, wenn man im Layout nicht nur Papier hat, sondern auch andere Materialien, wie hier halt dieses Holz, diese Holzteile. Und bei dem ist es zum Beispiel hier so ein bisschen Glitzer. Und hier ist es halt so die glatte Oberfläche der Schrift. Oder halt solche Brads. Die heben das ganze Layout halt auch hoch und machen es interessanter. Genauso gut könnt ihr Stoff benutzen. Da sehe ich zum Beispiel gerade, habe ich bei diesem Layout so ein bisschen Faden hier rangebunden und das sieht auch immer sehr schön aus. Falls ihr das Problem habt, dass ihr irgendwie findet, dass die Papiere, die ihr schon draufgeklebt habt, nicht irgendwie zusammenpassen, was bei diesem Layout der Fall war, also da fand ich irgendwie, war mir das zu viel durcheinander, habe ich dann mich dafür entschieden, alle Papiere zu umranden mit einem schwarzen Fineliner, sogar die kleinen Pfeile hier und hier oben und die Kreise. Und hier auch überall rum, weil dieses Umranden bringt die ganzen Papiere irgendwie zusammen. Also dann haben wir alle Papiere irgendwas gemeinsam und dann sieht es auch viel stimmiger aus. Ich sprach ja vorhin schon von Deko, die so ein bisschen auffälliger ist und sowas wie Glitzer. Und da würde ich euch auch noch als kleinen Tipp geben, dass ihr Nagellack nehmen könnt und dann so ein paar Punkte machen könnt. Ich habe es da in der Farbe Orange gemacht, damit es halt passend ist zum Layout. Und hier unten sind auch so ein paar. Und genauso gut könnt ihr auch halt unter eure Deko so ein paar Klebepunkte machen. Das seht ihr hier. Stehen die halt trotzdem hoch und werden nicht platt. Weil wenn sie in der Klarsichthülle sind, dann sind sie ja ohne die Klebepunkte einfach flach. Und so bleiben sie trotzdem oben. Ja, und im Grunde war das schon alles, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, die Tipps waren nachvollziehbar und konnten euch vielleicht ein bisschen helfen. Ich dachte einfach, dass es ganz cool wäre, weil ich ja jetzt schon so ein bisschen Erfahrung habe. Also ich bin jetzt nicht die, die jeden Tag ein Layout macht, aber ich habe jetzt halt schon ein paar gemacht und dachte, ich kann euch ja mal zeigen, worauf ich immer achte und so ein paar nützliche Tipps geben. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!